geschafft und wir haben schon gesehen, es geht jetzt zum Hafen. Ah, nee, doch nicht. Es geht zum Zug. Entschuldigung, der Hafen kommt danach erst. So, wir sind auf dem Zug unterwegs. Sehr, sehr cool, die Leute, die sich unten im Zug bewegen. Wichtig ist, dass wir uns nicht hier von diesen, ich nenne es jetzt einfach mal Strommasten vielleicht, treffen lassen. Die kommen einmal oben, einmal unten. Wenn sie oben kommen, können wir uns ducken, das reicht. Wenn sie unten kommen, müssen wir drüber springen. Und die kommen aber auch nur, solange wir durch den Tunnel fahren. Wir kommen gleich nochmal ins Freigelände. Da sind die dann weg. Ja, das ist ganz gut, wenn man einfach nicht nach vorne rennt, sondern kurz mal abwartet. Oh, das wäre fast in die Hose gegangen. Ah, ja, keine Chance. Sehr viele Bomben hier. Oh, die habe ich nicht gesehen. Gott sei Dank. So ein bisschen Energie wäre jetzt ganz nett. Aber meine Magie würde ich mir echt ganz gern für den Endgegner aufheben. Ich das hier aber auch ohne Energie zu verlieren es noch schaffen. So schwer ist der Level hier nämlich gar nicht jetzt. Wenn diese Stromdinger da mal weg sind. Sagt er und geht wahrscheinlich gleich kaputt. Gold wert, dass wir hier unendlich viel Shurikens haben. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, aber es ist immer wieder so. Wir könnten natürlich auch einfach die Selbstzerstörungsmagie benutzen. Ah, das Magie, Energie. Oh, heute habe ich es aber mit Magie und Energie. Oh, voll auch noch. Wunderbar. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und wir haben es geschafft. So, Endgegner. Da haben wir unseren Spider-Man. Der sollte uns, wenn es geht, nicht mit seinen Netzen treffen. Dann können wir uns nämlich kaum noch bewegen. Und er hat freie Bahn. Also auf jeden Fall ist er sehr cool animiert, der Spider-Man. Ja, wenn er so blinkt, können wir nicht treffen und jetzt verschwindet er und jetzt kommt, ich glaube, der hieß dann Devilman, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Fledermäuse können wir kaputt machen. Könnten wir, jetzt kommt er angeflogen, ich weiß noch nicht mehr, wo zuerst, okay, unten. Ja, geschafft, sehr schön. Fliegt hier noch als rote Fledermaus weiter. Ganz nett. So. Weiter geht's. Jetzt sind wir am Hafen. Der war auch ein bisschen tricky, der Level. Vor allem brauchen wir hier die Sprungmagie gleich. Weil eine Stelle sonst nicht zu spielen ist. Die werden wir jetzt auch direkt schon mal aktivieren. Nichtsdestotrotz wäre es hier ganz gut, wenn man eine zweite Magie hätte, um hier zusätzlich quasi den Schutzschild zu nehmen. Weil gerade diese Ninjas, die hier aus dem Wasser kommen. Boah, das schaffen wir nicht. Gott sei Dank.
Also das hier auch auf jeden Fall sehr cool gemacht mit dem animierten Wasser vorne. Das, die Boje, die hier, die schwimmende Boje, auf der wir hier sind. Mit dem Hintergrund noch. Sehr, sehr cool. Energie, das ist wichtig. Das nehmen wir mit. Brauchen wir nicht. Ein Power-Up. Aber das kriegen wir, glaube ich, nicht so ohne weiteres. Nee. Lassen wir mal Power-Up sein. So, hier ist jetzt der Sprung, der nicht so ohne ist. Und hepp. Oh. Der ist echt genau irgendwie ein Pixel zu weit, dass man ihn nicht schafft. Begrenzte Anzahl von Shurikens, weil hier anfängt und hat nur noch zwei Shurikens oder so. Das ist. Ah, das war wieder zu früh, glaube ich. Nein, war nicht zu früh. Sehr gut. Dann wird es hier echt. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Oh, wie dämlich. Okay, noch einmal. So, ich will jedes Mal hier nach vorne. So, jetzt nicht wieder. Ah, es ist nämlich direkt vorm Ausgang hier. Puh, geschafft. So, jetzt sind wir in der Waffenfabrik. Das ist auch ganz cool eigentlich hier alles. Da muss man auch nur ein bisschen aufpassen mit diesen fahrenden Plattformen. Und natürlich wieder mit unseren Lieblingsgegnern, den bombenschmeißenden Soldaten. Warten wir mal einen Moment. Power up, sehr gut. Ah, wir müssen in die andere Richtung. Natürlich schön, wenn wir es noch behalten könnten, das Power-Up. Ich hasse die Typen. So, kommen wir gerade mal. Da in der Mitte können wir drauf. Orientiert sich immer blind einfach hier bei diesen Soldatengegnern. Oh, Magie! Magie! Einfach blind schon mal irgendwo Shurikens hinzuschmeißen.
So nach dem Motto, irgendeinen trifft man immer. Nein! Oh, wie dämlich! Vorm Endgegner! Mist! Aber gut, jetzt haben wir Godzilla als Endgegner. Mit runter und C können wir hier die Ebene wechseln. Ist eigentlich nicht so wirklich schwer. Das ist nämlich eigentlich nur hier oben. Treffen, runterspringen, wenn er mit dem Schwanz schlägt. Und deswegen gucken wir mal, ob wir den jetzt hier mit ein bisschen schneller kaputt kriegen. Ja, das war ja dämlich. Müssen wir dann fast aufpassen hier. Er verändert schon ein bisschen die Farbe. Ich glaube, man kann ihn auch nur treffen, wenn er den Kopf so ein kleines bisschen nach oben genommen hat. Ja, oh, das war fast zu knapp. Ja, auch hier wäre das mit dem Power-Up wieder eine Sache von wenigen Sekunden eigentlich gewesen. Aber gut, so ist es halt. Na, jetzt müssen wir doch langsam mal haben. Kann nicht so lange dauern hier. Ja. Sehr gut. Runde 7. Und dann kommen wir, glaube ich, jetzt schon zur Finalrunde. Zur Finalstage. Ja, Tatsache. Das ist hier nochmal ein nicht ganz so einfacher Hafenlevel. Und dann kommt danach aber noch ein sehr cooler Level, ein Labyrinth. Und da muss ich mal gucken dann, falls ich da hinkommen sollte, ob ich den Weg noch kenne. Der ist nämlich ziemlich riesig, dieser Level. Und da kann man sich ganz schön verlaufen drin. Nein! Diese Typen. Gut, wir könnten natürlich... Na ja, komm. Machen wir mal die Schutzmagie an. Jetzt, wo wir soweit sind, wollen wir doch auch mal gucken, ob wir euch nicht das Ende hier zeigen können. Jetzt mal so. Boah. Ah, da gäbe es sogar Magie. Wie man an die drankommt, ist mir jetzt gerade nicht so klar, aber okay. Diese, das gibt's doch nicht. Heieieieieiei. Da unten sitzt natürlich wieder einer. Es ist unglaublich. Diese Typen
gerade so. So, wollte gerade sagen, viel kann doch nicht mehr kommen hier. Nochmal Energie auffüllen und dann sehen wir schon, sieht, wir sind am Ziel. So. Die Musik kann einen auch ganz schnell mal ein bisschen hier konfus machen. Jetzt muss ich echt überlegen. Das hier sind die normalen Türen, wo wir rauskommen müssen. Das sind Türen, in die wir reingehen können. Er geht auch direkt rein, wenn wir davor stehen. Also wenn ihr nicht in die Tür rein wollt, müsst ihr drüber springen. Oh, der hält ja noch mehr aus. Und ich meine, hier im ersten Bild war es die ganz rechte Tür hier hinten. Die hier. So, und ich glaube hier direkt die rechte. Die rechte. Pop, ja, das ist auf jeden Fall der richtige Weg hier. Ich glaube links rum. Schade. Rein. Oh ja, der Anzahl der Gegner nach sind wir richtig. Oh, Leute. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und dann war es, glaube ich, die Tür hier. Ja, Exit. Dann nochmal trinken vom Endgegner. So, hier sehen wir schon, ist unsere... Ach so, ja, dann geht mein Plan gar nicht auf. Dann muss ich leider einmal sterben gerade. Hier haben wir unseren letzten Endgegner mit den wallenden Haaren. Dann kann man zwar so treffen, aber dann schmeißt er die Haare nach einem. Ja, und hinten ist unsere Verlobte schon, sehen wir, eingeschlossen im Schloss. Und dafür müssen wir jetzt erstmal den Endgegner besiegen, den letzten. Und das kriegen wir aber hin. Mein Plan, es gibt sicherlich andere Leute, die andere Pläne haben. Ich mache es immer so, dass ich hier die Magie nehme, ihn jetzt erstmal so oft treffe, wie ich es schaffe. Weil ich weiß nicht, wie man diesem Haarkranz ausweichen soll. Hab's nicht rausgefunden bis jetzt. Keine Chance. So, und jetzt mache ich, wenn er wieder verwundbar ist, meine Selbstzerstörungsmagie. Das nimmt ihn nämlich auf jeden Fall richtig schön Energie ab. Zweimal. Hab wieder volle Energie und spätestens jetzt machen sich die vielen, vielen Extra-Leben, die wir uns vorhin eingesammelt haben, auf jeden Fall Sinn. Ich weiß, ist nicht die, ja, die spielerisch intelligenteste Taktik eigentlich, hier einen Endgegner so kaputt zu machen. Aber ich komme damit auch zum Ziel, von daher ist das für mich völlig in Ordnung so. So, nicht vergessen, gleich wieder die richtige Magie anzuwählen. Chance. Keine Chance, diesem Ding auszuweichen. So. Und jetzt nochmal. Das müsste man eigentlich auch langsam haben. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. War die Steinwand die ganze Zeit schon da? Nee. Komisch. Naja, gucken wir mal.
müsste es das eigentlich gewesen sein. Immer noch nicht. Eieieiei. Der verträgt auf jeden Fall einiges als letzter Endgegner. Eieieiei, als noch nicht. Gibt's doch nicht. Kollege. Es ist echt unglaublich. So viel Energie kann man doch gar nicht haben. Ja! Ja, da haben wir es tatsächlich durchgespielt jetzt. So, was jetzt? Das Schloss noch aufmachen, genau. Und unser Abspann. Sehr cooles Bild. Und da ist sie, unsere Verlobte. The End. Sehr schön. Jetzt weiß ich gar nicht, ob hier noch Rolling Credits kommen. Nein, es geht einfach wieder von vorne los. Okay, ich dachte, es gäbe irgendwie noch Endcredits, wo drin steht auch, welche Softwareversion wir jetzt gespielt haben. Ich meine, das ist die 1.01. Gut, auf jeden Fall, ihr habt gesehen, ein sehr, sehr cooles Spiel. Eigentlich kann man sagen, fast mein allergrößtes Lieblingsspiel fürs Mega Drive. Grafisch absolut fantastisch, spielerisch fantastisch, die Musik ist sensationell. Was soll man dazu mehr sagen? Kauft euch das Spiel, wenn ihr es noch nicht habt. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Gut, dann sage ich einfach mal vielen Dank wieder fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao.